Messer im Rücken. Steht ein Messer im Rücken. Tür auf. Tür geht nicht auf? Nö. Müssen wir hier hoch oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, gell. Jetzt haben wir auf jeden Fall nicht mehr ins Slow. Aber hier? Nee. Geht anscheinend auch nicht. Hier hin? Was ist denn das? Na, warte oh. Ach, da bist du gar. Da musst du hin, ja. Ich bin Freunde mit. Ja, ich komme. Doppel geht's hoch. Okay, hinter dir ist noch so ein Vieh, glaube ich. Ja. Yeah. Okay, du hast gerade Eimer verpasst. Schade. Boah, das ist geile Effekte. Hier kriselt was in der Decke. Also, wenn man hier durchgeht, wird es denkst. Bisschen verschmiert, ja. Hey, Tür sollte man auf jeden Fall. Was? Trollo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 l. Hi. Hallo. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen. In I, da warst du doch gerade in der Badewanne. Was war deine Badewanne? Eimer. Wirklich? Ja. Die alte Schlange. Ach, guck mal. Warte mal. Tada! Immer die romantischen Kerzen daher. Das oder? Ja. Oh, hätte er klappen können. Fail. Hä? Ich sehe gar nicht mehr durch. Wir kommen da, das sind Freunde. Ich freunde mich mit einem der Freunde an, wa? Da steht auch eine Nachricht im Fernseher. Jetzt nicht mehr. Oh, Mann, oh. Okay. Mal keine Nachrichten. Ey, hier geht's runter. In den Keller, wo sonst? Lauf doch, Mensch! Eins oder zwei? Warum sind hier Löcher? Da geht's nicht rein. Hier geht's auch nicht rein. Ach du. Wow, komm mal her, du bist geworden. Ach du Scheiße, ich muss wegrennen. Ey. Ich würde gerne mal einen Körper haben. Nein, hol dir einen Körper. Ja, einfacher gesagt als getan. Ich renne jetzt einfach um eine Kurve und mache über meinen Unterkick. Roundhouse-Kick! Ey, das bin ich, Mann. Ach so. Jetzt habe ich jetzt einen Körper. Hey, warum sind wir schon mehr? Der hat ich. Ist der wie Blutsauger bei Stalker? Hä? Hey, hallo! Alter, wo sind wir jetzt? Weiß es nicht. Hey! Lass mal mitfahren. Da mich hier drauf. Och Mann! Nö. Ich bin auf wichtige Informationen gestoßen, die ich weitergeben muss, aber die Todesschwadron von Ahn kämpft überall. Unmöglich, sich frei zu bewegen. Vergiss das, Mädchen. Ihre Rettung wird dich nicht von deinen Geistern befreien. Sie ist unbedeutend. Boah, wie gerne würde ich das an den Dingen drehen. Was hier vor sich steht. Und nur darum.
sind wir an diesem gottverlassenen Ort zurückgekehrt. Such eine Transformatorstation und folge den Versorgungstunneln in die Stadt. Das ist die einzige Möglichkeit, mich unbeschadet zu erreichen. Per Port. Als ich 10 war, kam meine Mutter auf mich zu. Wir kamen uns näher und sie fing an, Mutterficker, ihre Zurückhaltung aufzugeben. Wie? 6 Tage später wurde sie von unseren Freunden von Armaken getötet. Sie schalteten ihre Lebenserhaltungssysteme ab. Diese Leute, die Überlebenden, waren auch von ihr angetan. Playground. Diese Säuberungsaktion ist mehr als nur ein Albtraum für die Öffentlichkeit. Es geht darum, die Kontrolle über etwas entsetzlich Mächtiges zu erlangen. Ich glaube, dir wächst auch ein Pickel aus dem Kopf. Das wird echt mal behandeln lassen. Na ja. So, check mal ab. Prozessor 38 Grad fahren, passt doch. Ach, da kommen schon die ersten Freunde. Da wollte ich erstmal eine Runde schaukeln. Die sagen Eis, Eis. Oh, ich hab einen Sniper. Die wollen mir Eis. Ich mach euch zu Crash-Eis. Warte, ich hab einen Sniper. Du Sackratter. Was bist denn du? Hier oben in so einem Gebäude, ich wollte erstmal die Waffe ausprobieren. Wie schnell läufst du denn, Alter? Ich war grad vor dir und jetzt bist du vor mir. Oh, das hier ist ja auch ein Sniper. Hier sind noch mehr Sniper. Alter. Snipen wir heute mal einen Tag, ja? Oh, hier die Gebrüder Sniperman. Ja, ich muss wieder aus dem Körper raus. Ich geh mal runter, wa? Jo. Gib dir von oben Deckel. Komm mal her, du Wichser. Die zernageln eine hier echt. Schieß den tot. Ich verstehe mal Alt. Ich verstehe jetzt langsam gar nichts mehr. Jetzt aber. Da steht schon wieder so ein riesen Roboter bereit. Och nö. Okay, du bist da oben, ich muss da hinten. Ach du Scheiße. Wo ist denn noch einer? Ja. Da kommt euch Nachschub. Kanonenfutterfraß. Nee. Das ist uncool gerade. Alma hat uns geholfen. Ist doch mal sozial, muss ich mal sagen. Ja. They are getting stronger. Nein, fuck. Hier können die Leute mal sehen, wie ich auch zu mal zu Hause hocke. Aber das sind hier schon 12, 13, 14, 15 Monitore. So viel habe ich nun doch nicht. Ach du Scheiße. Warten. Aua. Ich hab Granate geworfen. War doch gerade so schön und ruhig. So. Du sollst ja weiterfinden. Jetzt. Weiterfinden. Ja, den weiteren Weg finden. Da geht's nicht lang, da auch nicht. Ja, schon ein bisschen verwirrt hier manchmal, oder? Wissen das gut. Warte mal, ich war ja gerade hier drin. Hier ist auch eine Tür. Die geht aber nicht auf. Lol. Ja. Ja, wo geht's weiter? Oh, das fragt mich auch gerade, wo es hier weitergeht. Finde die Tür. Da geht's auch. The next mission. Vielleicht geht's hier doch hoch, wo wir hier hochgelaufen sind. Na, ich guck da gerade mal. Da auf jeden Fall nicht. Hm.
Nee, auch nicht. Hä? Haben so ein Fail das Spiel, war? Warte mal. Guck mal. Warte, wo? Hier, guck mal. Bin schon unterwegs. Och nee. Navigation and weapon systems online. Safety protocols disengaged. Scheiße. Oh, du kannst. Mann, Alter! Alter! Das hätten wir die ganze Zeit nehmen müssen. Ja, dann folgt mir mal. Kannst du irgendwas zerstören? Irgendwelche Tore hier? Nö, ein bisschen. Ach, nur ein bisschen. Na gut. Oh, da sind welche. Lol. Alter. Ohne Spitz jetzt? Ne, die Treppe kommst du nicht hoch, wa? Ne, da kommst du auch nicht lang. Bist du so krank, Alter? Ralle hat heute Spaß, wa? Oh, war richtig. Oh. Heiß geschossen. Ist das schwer zu steuern, das Teil? Ach, überhaupt nicht. Granate, Achtung. Was wollt ihr? Ich mach euch alle kaputt. Ich mach euch kaputt. Da kommt noch einer rein. Nein. Ja. So. Hast du den Roboter erstmal tot endlich? Ja. Schön wert, ja. Ich gehe mal um die Ecke hier, ne? Jo, also er brennt auf jeden Fall schon mies. Ein Kampf zwischen zwei Robotern. Wer gewinnt? Oh, Alter, schluckt er noch mehr. Schluckt oder spuckt er? Er schluckt die Sau. Welche versaute Ding. Na ja, toll. Na ja, toll! Bin schon wieder heiß geschossen. Ey, wo schon? Jetzt ist er kaputt. Also, irgendwie bin ich gleich auch im Arsch. Oh, aber ich fühl mich gerade auf wieder. Ja, ich bräuchte halt Körper irgendwie. Du brennst ein bisschen, wa? Also, ich bin komplett in Ordnung eigentlich. Vielleicht wäre ein Körper, ey. Folgt mir einfach nur. Hup, schrapp, schrapp. Hui! Hä? Schon wieder? I was to leave a legacy, Guards. Wer stellt denn sowas in einem Wald drin? Sag mir das mal bitte. Gute Frage. Kinderschänder? Ja, das sieht doch wirklich aus wie so ein Pedo-Wald, oder? Wie schon. Und der Pedo-Wald von 4-3. Boah. Ist unsere Betten? Ja, das ist der Pedo-Wald. Da bin ich. Da bin ich. Ich hab schon mal lange Haare. Aha. Und ich scheine schon immer ein Loch im Kopf gehabt zu haben. Ja. Ich bin mit der Welt gekommen. Was wollt ihr? Alter, hast du ein Glück mit dem Teil. Also es macht auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ja, und ich darf hier rumlaufen und zugucken so halb. Ich weiß. Glaub, das war's jetzt auch für mich. Dann musst du euch noch was aufschießen, wa? Nee. Oh, kannst du mit dem Teil springen. Ey, das wusste ich gar nicht. Guck mal hier. Was denn? Was denn? Kann was weißt zuhauen. Du? Na, ich muss aussteigen. Die steigen aus. Also. Ja, die gibt halt besondere Leute, die dürfen sowas. Ja,
Wow! Oh. Weiter geht's. Action hier. Ach so, ja. Ding aufgestiegen. Der lebt noch. Wer? Der da hinten. Nicht mehr. Gut, weiter hier im Text. Die Waffe möchte ich nicht. Okay, oh. Guck ihn die an. Er sieht mal absolut uncool aus. Schwäche den Phasenzauber in den Leuchten noch was, Alter. Was geht mit dem? Doch nicht, gibt doch nichts erfrischend als in einem Elektrowerk zu kämpfen. Ach du Scheiße, bin ich schon mal gleich verurteilt. Ich glaube, ich muss noch meinen Sniper wieder ablegen. Oh jo. Oh Scheiße. Also, ich glaube, ich habe Bock, aber die Sniper abzulegen. Ich schieß mal die eine Waffe bis leer. Scheiße, ey. Killst du mal die Leute? Geht gerade ein bisschen schlecht. Weil ich keinen Körper habe. Kannst du mir bitte helfen? Bist du auf dem Boden oder was? Oh, ja. Okay. Das kann ich tun. Ach, ich hab grad selber keinen Körper, das macht die ganze Sache gerade ein bisschen schwierig. Jetzt bin ich gleich tot. Bist du auf dem Boden oder? Jo, in dem Boden. Er lenkt ihn bloß ab, dass die auf dich schießen. Alter Sch... Ey, was muss man denn hier eigentlich machen? Ich weiß es nicht, irgendwelche Phasenkontrollen über Schwächen. Hm. Ich schau mich mal um. Ich bin tot. Brauch Hilfe. Och nee. Das ist mir gerade hier alles zu... Weiß ich nicht. Der Tod aus der Tiefe. Ja, ich finde auch mal geil, wie erklärt wird, was du hier machen musst, ja? Ja, das ist der Nachteil des Spiels, finde ich persönlich. Ansonsten ist eigentlich ja. relativ krass geiles Ding hier. Das Spiel macht schon echt Laune, du weißt echt nicht, was du tun musst. Lol, du hast gerade in Zeitlupe gelacht. Ich denke, ich auf den schieße. Ah, ich verstehe. Warten. Man muss auf diese komischen Teile hier schießen, auf diese Fang. Explodieren die auf jeden Fall. Komm her, ach, du machst nee, bin tot. Scheiße. Komm, zu dir. Komm her. Danke. Achtung, Granate. Ich glaube, der ist im Arsch. Oh, müssen wir. Totenstille. Wer wird teleportiert? Scotty, beam me up. Ist ja klar, wir müssen natürlich runter. What the fuck? Okay. Mach doch mal einen auf Geheimnis, weil ja, du läufst immer nur. Ja, was soll ich machen? Kriechen. Oh, ist das böse. Cool, die haben Logitech-Tastaturen. Ich dachte, sie würde sich freuen, uns zu sehen. Ich wusste, dass du nach mir suchen würdest, wenn du noch am Leben bist. Natürlich. Wo zum Henker hast du gesteckt? Am Arsch. Ich habe hier etwas, das ihr euch ansehen müsst. Ja, warte, weiter runter gucken. Oh, schade. Sein Name ist Michael Beckett, Delta-Eingreiftruppe.
Offensichtlich hat er sich in Armacams Geheimprojekt verstrickt. Alma. Siehst du, Familie, wie ich's dir die ganze Zeit gesagt habe. Du bist voll der Psycho. Ja, tut mir leid, ich bin der Psycho. Ja, du bist der Psycho, der keine Max fahren kann, laufen kann. Richtig krass. Ein fleischgewordener Geist. Wir müssen sofort handeln. Das darf nicht geschehen. Hose runter. Als ob sie über alles Bescheid wüsste. Sieht aus wie ein Gronkh, der Typ. Ja, Mann. All diese paranormalen Anomalien sind wie, ich weiß nicht, wie wen. Nach deren momentaner Stärke bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Seid ihr mit dabei? Ich bin der Stille. Och nö, du machst doch keinen Spaß. Wieso? Warum bist du schon der Lieblingsbruder? Ja, weil jetzt mal was du, es ist irgendwie immer abwechselnd. Ja, warum wechseln wir uns denn ab? Das ist total uncool. Nö, ist es nicht. Also Leute, für dieses Mal verabschieden wir uns und dann, wie gesagt, Daumen geben. Und teilen und so ein Zeugs und kommentieren, richtig? Jo. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis später. Und tschüssi. Ciao.